Heute sind wir zurück in Brüssel und es gibt hier auch ruhige Ecke. Und Marion erzählt mir wo. Okay, ich bin Marion Flipse und ich arbeite für verschiedene Hotels in Brüssel. Ich komme ganz gerne eigentlich in diese botanische Garten, da ich finde, dass es einer der schönsten Garten in Europa ist. Es gibt so viele verschiedene Sachen zu zeigen. Es gibt sowieso schon drei verschiedene Stile. Es gibt den italienischen Stil, einen englischen Stil und dann gibt es auch noch einen französischen Stil, was man eigentlich auch wieder zurückfinden kann in den Gebäuden von den Botanischen Garten. Was auch schön ist, ist, dass es anscheinend hier 52 Skulpturen gibt. Ich habe die noch nicht gezählt, aber schon viele gesehen und die sind wunderschön. Was ich gelesen habe, ist, dass es hier damals, wenn es ein richtiger botanischer Garten ist, jetzt ist es eigentlich ein französisches kulturelles Zentrum, wenn es damals noch also ein richtiger botanischer Garten war, dann ist die Chicorée fast hier ausgefunden. Also das ist etwas Schönes zu wissen, weil Chicorée ist natürlich für Belgien und Brüssel auch sehr, sehr wichtige Gemüse. Der Name des Hotels ist Hotel Bloom und Bloom heißt eigentlich Blüte auf Englisch. Deshalb haben wir 287 Fresken im Hotel, die sind dargestellt worden durch junge Künstler von verschiedenen Kunsthochschulen aus ganz Europa. Wir haben jetzt 22 europäische Länder vertreten und auch noch 44 verschiedene Nationalitäten. Und natürlich ja, Blum, Blüte und die Botanische Garten nebenan, ja, das ist natürlich eigentlich ist eine logische Wahl gewesen. Die Hauptstadt kann auch grün und relaxierend sein. Tschüss!